aufgerollt haben. Geil. 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh shit, der Grind ist real. Ey, hallo Leute, willkommen bei dem Daily Vlog, meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Tag hier im Heyhaus Extreme. Heute sind wir mal wieder im Heyhaus Extreme. Das heißt, es kommt mal wieder was Extremes, Leute, natürlich. Heyhaus Extreme heißt extrem. Sprachen lernen, Bubble. Und heute, meine Freunde, werden wir das größte Kaugummi der Welt herstellen. Was dann das größte der Welt? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, meine Freunde, ich habe hier den wunderschönen Stickhoodie an, Leute. In Orange, mit einer orangen Hose. Und Madame in All Black. Altes. Ja, mal wieder All Black auf Classic, auf klassisch angelehnt, würdest du sagen. Ich habe den ersten, aber noch neu, ich habe den vorher nicht. Trotzdem nochmal bestellt, immer noch super in der Mode. Jetzt verfügbar auf heyshop.de, meine Freunde. An Weihnachten auch ein perfektes Geschenk, Leute. Die Leute werden es öffnen und werden einfach denken. Genau das werden sie denken. Let's go, weiter geht's. Also Leute, wir werden das größte Kaugummi heute der Welt herstellen. Und ich habe auch schon ein bisschen Vorbereitung gemacht. Und zwar haben wir unsere Lieblingskaugummis bestellt. Madame, unsere beiden sind auf jeden Fall hubba hubba. Ja. Ich habe mir letztens richtig viele gekauft. Und da habe ich mir nicht losgelassen und habe mir erstmal ein paar Packungen hubba hubba gekauft. Habe ich mir alle per Amazon bestellt. Soll ich alle reinstopfen? Ohne Scheiß, die wird man sich so gerne reinstopfen, Alter. Und zusätzlich haben wir noch ein paar, die ich auch sehr geil fand. Das waren so Pfefferminz-Kaugummi, ist auch richtig nice. Aber Leute, da das ja noch ein bisschen langweilig ist, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach nochmal in den Laden und kaufen einfach mal alle Sorten, die es in dem Laden gibt. Let's go. So, meine Freunde, wir sind jetzt auch schon im Laden angekommen und ich würde sagen, wir haben hier nur noch diese Sorten, was ja eigentlich ganz gut ist. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alle mit, oder? Ja. An der Kasse haben die doch immer richtig viele. Ja, da nehmen wir alle von der Kasse noch. Da schauen wir noch vorbei. Von jeder Sorte eins. Guck mal, wie viele Sorten wir jetzt schon hier haben. Oh, die sind auch immer richtig geil. Davon nehmen wir auch mal ein paar. Dann haben wir so ein Kaugummi mit allen Sorten, Alter. So, ich würde sagen, das ist doch eine gute Ausbeute. Alle Sorten einmal gekauft. So, let's go, ab zur Kasse. Wir sind wieder da, Leute. Und wir haben tonnenweise Kaugummis weiter gekauft. Ja, ich glaube, da sind einige dabei. Oh, ein paar Sekunden. Stopf rein, Madame. Stopf rein. Nein, versuch mal das Ganze. Das ist ja voll die Verschwendung. Ja, wir haben ja auch eigentlich keine anderen noch. Okay, Madame, stopf dir das ganze Ding rein. Los, rein da jetzt. Rein, ganz rein. Ja, jetzt ist es drin. Ey, warum hast du nicht runtergeschluckt? Ih, das ist braun. Hey, warum ist mein Schicht braun? Wieso ist mein Schicht braun? Okay, meine Freunde, bevor wir aber jetzt hier das riesigste Kaugummi der Welt herstellen können, würde ich sagen, müssen wir es alle auspacken und einmal hier in die Mitte legen. Ich habe sogar Färbemittel gekauft, damit wir das Sache alles eine Farbe machen können. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, let's go. Wir schneiden die Packung auf. Boah, der Geruch riecht so. Oh, es riecht so geil. Riech da mal so richtig drüber. Geil. By the way, Leute, keine bezahlte Werbung. Wir haben das alles selber gekauft. Aber Leute, ich mache ja immer die Stream-Ausschnitte und neben den Stream-Ausschnitten will ich halt immer noch so geile Videos wie diese hier machen. So richtig aufwendige Scheiße. Dafür habt ihr mich abonniert, meine Freunde. Heyshop.de, Leute, let's go. Oh mein Gott, wie viele sind das? Ich habe mich komplett überschätzt, glaube ich. Das ist wie eine Kaugummis. Hoffentlich guckt hier kein Kieferorthopäde oder Zahnarzt zu, weil eigentlich darf man mit der Zahnschwange. Ja, stimmt, du hast ja scheiß gerade eine Zahnschwange. Oh ja, das so, ist. So, da klebt doch nichts dran. Immer die Leute. Das ist keine gute Hinweis an die Kinder. Leute, macht das nicht nach. Guckt euch das an. Wir sind jetzt in der Weihnachtsbäckerei, Leute, obwohl es noch gar nicht Weihnachten ist. Natürlich, Heyhaus Extreme hat ja natürlich auch extrem große Töpfe, ist ja klar. Deine Ratte. Oh, das ist laut. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, Montage Time 3, 2, 1, go. Mal an, das ist schon voll. Das habe ich nicht erwartet. Junge, guck dir das mal an. Alter, warte, ich muss einmal hochnehmen. Oh mein Gott. Oh, Junge. Drücken, Madame, drücken. Boah, geht das runter noch, ey. Wie willst du das eigentlich machen? So einen richtigen Plan habe ich noch nicht. Das ist das Problem. Yeah, man. Iced out. Iced out, Kaugummi out. Weißt du, was besser an der Kette ist? Man kann sie auch essen. So, meine Freunde, ich würde sagen, die letzten werden reingerollt, Alter. Ey, das Problem ist einfach, der Tropf ist komplett voll. Der allerletzte? Der letzte. Hau ihn rein, Madame. Und tada! Geil. Der Topf ist komplett voll, meine Freunde. Und jetzt müssen wir den halt erhitzen und dann dabei rühren. Ach, ist das schwer. Ich hoffe mal, so viel ist das dann nachher gar nicht mehr. Ich hoffe einfach. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Küche. In die Weihnachtsbäckerei gibt's so manches Sidolin. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Crispy Rob Style rüber, okay? So, meine Freunde, der größte Kaugummi der Welt. Wir brauchen eine Arbeitsplatte, das ist hier. Und wir brauchen unseren Topf. Jetzt haben wir natürlich auch wunderschön ein Gas. Ja, das ist ja klar, Leute.
Rob, wir sind ja einen Schritt voraus. Spaß. So, jetzt haben wir ein Gasherd. Leute, ich würde sagen, Madame, wir müssen jetzt hier mitkneten, Leute. Okay. Okay, so, ich würde sagen, wir machen mal diesen Gas hier an. Die frisst an dem Ding. Dann haben wir auch zu fressen. So, ich würde sagen, minimale Stufe machen wir jetzt an. Und dabei, Leute, werden wir jetzt immer weiter das Ding sozusagen bewegen, sodass es dauerhaft in Bewegung bleibt. Und irgendwann hoffentlich dann eine Knetmasse wird. Ich würde sagen, wir teilen das ganze Ding mal auf mehrere Töpfe auf, damit wir auch mehrere Töpfe haben. Ich habe richtig gemerkt, wie meine jetzt schon klebrig wird. Alter, wie geil. Das klappt, das funktioniert. Junge, wie geil, Alter. Wir machen hier die Weihnachtsbäckerei. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn das ein bisschen klumpiger ist. So, meine Freunde, es ist jetzt ein bisschen klumpiger. Leider funktioniert das nicht so gut, wie wir dachten. Wir haben jetzt aber... Ja, da funktioniert es schon gut, aber das dauert halt ewig. Deswegen haben wir jetzt hier so eine Ehrenmaschine. So, alles da rein mal. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu. So, hier haben wir ein bisschen Lebensmittelfarbe. Und ich würde sagen, wir testen das mal. So, ready? Ich würde sagen, let's go. So, das muss reißen. Das muss reichen. Okay, let's go. Ja, ja. Okay, geil, wir machen alles so, oder? Ein richtiger Teig wird das, Alter. Das ist ein Gehirn, Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir checken das mal ab. Das Riesenkaugummi, Digga. Oha. Junge, das funktioniert ja mega gut so. Yes, wir haben so einen richtigen Teig jetzt, Alter. Junge, wir haben das, das wird's. Das ist unsere Formel zum größten Kaugummi der Welt. Okay, geil. Oh, Junge. Geil. Hammer. Geilste Methode, okay. Also, wir erwärmen die Dinger jetzt immer und dann tun wir in das Gerät rein. Ich würde sagen, Montage. 3, 2, 1 und go! Problem. Unsere Maschine ist im Arsch. Ja, sie möchte nicht mehr. Deswegen müssen wir die Scheiße jetzt per Hand machen. Digga, warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum das nicht ging. Oh nein. Wenn das jetzt geht, lache ich. Oh nein. Ja. Nein. Die Maschine geht doch! Leute, wir haben jetzt hier den ganzen Topf hier ein bisschen kleiner gemacht. Wir haben auch schon riesen Kaugummi hier hergestellt. Ich würde sagen, den holen wir mal schnell raus. Ein bisschen Mehl auf den Tisch. Boah. Oh mein Gott, ist das weich! Richtig geil. Und den müssen wir jetzt ein bisschen kneten, Alter. Oh mein Gott. Damn. Ups. Okay, das ist jetzt das Gehirn, Alter. Oh, das ist eklig. So, meine Freunde, einige Zeit später haben wir jetzt unseren riesen Klumpen hier, Junge. Geil. Aber Leute, ich würde sagen, dass bevor wir das Ganze zu einem riesen Kaugummi machen, müssen wir das nochmal einmal kurz in den Backofen tun. Bei 70 Grad. Einmal nochmal hier alles rein. Und jetzt nochmal einmal das ganze Ding ins in den Backofen. So, okay. Und dann machen wir es zu einem Riesenkaugummi. Let's go! Es ist endlich Zeit, meine Freunde. Der Riesenkaugummi kann aus dem Backofen rausgeholt werden. Ich würde sagen, holy moly, I am excited, man. Boah, das ist schwer, Alter. Tschüss. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen mal die ganze Fläche jetzt hier voll mit Mehl. Denn jetzt ist der finale Schritt, der darf nicht schief gehen. Und zwar der Ausrollvorgang, Leute. Okay, Alter, jetzt müssen wir schnell rollen. Der größte Kaugummi der Welt ist sehr hartnäckig. Ich will reinbeißen. Nein, das rollt sich auch wieder ein. Oh ja, das bringt was. Das bringt was. Ziehen. Okay, Leute. Wir haben jetzt hier erstmal unser Kaugummi liegen. Wir werden das gleich nochmal richtig lang ziehen. Also ich würde sagen, wir rollen das jetzt mal auf wie so ein richtiges Hubba-Bubba, Alter. Hier haben wir, Leute, das längste Kaugummi, was jemals gemacht wurde, Leute. Ohne Scheiß, meine Freunde, das Ding ist ein Weltrekordhalter. Längste Kaugummi der Welt sieht nämlich momentan so aus und es ist richtig eklig gelb. Wir messen gleich mal, ob wir wirklich genau den Weltrekord geknackt haben, aber das ist auf jeden Fall auch ein riesiges Kaugummi gewesen. Also das alleine schon ist richtig krank. Wir messen gleich mal, ob wir den Weltrekord gebrochen haben, aber ich würde sagen, erstmal machen wir einen Geschmackstest, oder, Madame? Wir rollen das Ding mal auf. Auch größte Hubba-Bubba-Rolle. Oh, Junge, wie das aufgerollt kann. Geil, wie ein Hubba-Bubba. Junge! Alter, wie geil ist das denn? Und das geilste Problem. Beißen Sie einfach rein? Einfach reinbeißen jetzt? Okay, ja. Dann los, die dürfen den ersten Bissen machen. Geil! Oh Mann! Genau wie bei Bubba, nicht nach Mehl. Warte, ich hole mal. Jetzt bin ich dran. Boah! Ein Traum! Total lecker!
Johannes! Ich würde sagen, Leute, der Weltrekord ist 3,70 Meter lang. Die Frage ist, schaffen wir die Scheiße jetzt auch auf 3,70 Meter Länge? Um das hinzubekommen, müssen wir... Also länger müssen wir das ja noch machen. Ja, wir müssen mindestens irgendwie 3,71 Meter schaffen. Wir haben natürlich ein Zentimetermaß dabei, damit wir auch wirklich den Weltrekord messen können. Okay, das hier muss jetzt zweimal so lang wie das Ding sein, okay? Mach es reiß. Auf 3,70 Meter müssen wir es ziehen. Lass mal tauziehen, Junge, wie geil ist dieses Kaugummi denn? Okay, jetzt machen wir einmal Seilchen springen. Komm mit. Ja! 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 Jetzt rüber. Oh. Junge, das ist doch viel länger als 3 Meter. Junge, das ist ja viel länger als 3 Meter. Junge, wir haben den Weltrekord nicht nur gebrochen, wir haben ihn komplett auseinandergenommen. Okay, Leute, jetzt einmal ausrollen hier. Rolle. So, 3 Meter. Ich glaube, das haben wir easy, oder? Oh, ich weiß gar nicht, Alter. Okay, Leute, haben wir den Weltrekord. Ah, Madame, ich glaube, 2 Meter. Locker. Und wir haben einfach 4 Meter. Und dann nochmal 50 Zentimeter dran. 4,50 Meter. 50. Das Ding ist einfach fast 5 Meter groß. Jetzt kriegen wir locker auf 5 Meter, oder? So, jetzt haben wir 5 Meter. Das längste Kaugummi der Welt. Der absolute Hammer, Madame. Das war das geilste Projekt bis jetzt, glaube ich. Wir haben es geschafft, es war sehr, sehr aufwendig. Guck mal, es ist schon dunkel draußen, weil es zu lange gedauert hat. Ich würde sagen, wir machen das Ding aber jetzt nochmal zurück wieder in eine Kugel. Und dann spielen wir ein bisschen Ball, oder? Let's go! Viel Spaß, Madame! Ich hab's! Oh, ich hab's aber geschafft! Oh, du warst so gut! Ich bin gerade so kalt! Boah! Eine Slow-Mo brauchen wir davon. Wir machen jetzt einmal einen letzten Drop-Test. Wir droppen das Kaugummi jetzt auf diese wunderschöne Tüte. Kaugummi-Drop-Test in 3, 2, 1. Nein! Hier, Mann, am Fang schnell. Alter, das Ding wiegt locker eine Tonne, ey, ohne Scheiß. Locker eine Tonne. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's. Verdammt, wir haben uns jetzt echt was verdient. Eine Pause. Junge, ich hab so Bock auf Kaugummi. Und ich werde auf jeden Fall jetzt sehr viel Kaugummi essen in nächster Zeit. Oh. Mach das immer nicht vor, ja. Geht auf Facebook und ich den besten, sexiesten Nightmare der Welt. Auch Johannes hat heute den sexy Merch an, Leute. Und der hat auch den oldest Merch. Oh mein Gott, original. Und wisst ihr was? Ihr könnt heute nicht dabei sein. Ich schenke euch zum Abschied noch ein Stück. Ciao. War nicht getroffen, warte. Ciao. Lasst ein Abo da. Tschüss.